Wenn beim Anrudern im Berliner Ruderclub die Mannschaften der Achter ausgelost werden, kann es schon mal passieren, dass ein Freizeitsportler mit einem Doppel-Olympiasieger im Boot sitzt. Bevor es aber aufs Wasser geht, stehen erst noch die Taufen der neuen Boote an. Bestes Material ist unerlässlich, will man in der Weltspitze mitrudern. Und das tun die Top-Athleten des BRC regelmäßig, wie der Sportvorsitzende des Traditionsvereins Heiko Köpke weiß. Vor allen Dingen, was die internationalen Ambitionen anbelangt, erwarten wir eine ganze Menge von unseren Spitzensportlern wie Moritz Wolf im Einer auf der Jugendweltmeisterschaft und Anton Finger auf der U23-Weltmeisterschaft und auf der anderen Seite dann unsere Erwachsenen im Elitebereich. Erwarte ich, dass sie dieses Jahr sich auch so weit durchsetzen werden, dass sie wieder in der Nationalmannschaft ganz weit vorne sind. Eine Erwartung, die sich auch mit den persönlichen Zielen des zweifachen Olympiasiegers Karl Schulze deckt. Nach seinem Pausenjahr steht Schulze längst wieder im Training, mit einem ganz klaren Ziel vor Augen. Das Ziel natürlich immer noch 2020 Tokio und gilt aber jetzt einen langfristigen Leistungsaufbau wieder, einen Trainingsplan so zu gestalten, dass man auch die Qualifikation dann auch schafft. Um ihre Ziele zu verwirklichen, unterzeichnen alle BRC-Ruderer mit Ambitionen vor Saisonbeginn eine Trainingsverpflichtung. Auch Anton Finger, der sich in seiner zweiten U23-Saison so einiges vorgenommen hat. Ja, die oberste Herausforderung oder Aufgabe ist erstmal, mich wieder selber weiterzuentwickeln, körperlich und technisch. Und dann vor allem im U23-Bereich jetzt ein bisschen weiter vorzurudern. Im letzten Jahr wurde ich da Achter im Doppelzweier und dieses Jahr kann man da schon mal das A-Finale und vielleicht die Medaillen in Angriff nehmen. Und ich als U23 kann auch immer so ein bisschen noch die Älteren ärgern, was ich mir auch so zur Aufgabe gemacht habe diese Saison. Und das versucht Anton Finger dann auch gleich. Bei der BRC-Clubmeisterschaft im Einer bekommt er es mit Olympiasieger Karl Schulze im blauen Boot und Junioren-Europameister Moritz Wolf zu tun. Und hat das Nachsehen. Doch die hohe Qualität der Trainingspartner ist ein wichtiger Baustein im Erfolgskonzept des BRC. Die Konkurrenz in eigenen Reihen ist groß. Ist auch gut so, dass die Jugend drückt von unten. Und das spornt uns natürlich an, oder mich jetzt, sage ich mal, als den alten Meister, dagegen zu halten und die Jugend noch ein bisschen hinter sich zu lassen. Aber ich denke, dass die Erfolge dieses Jahr, so wie das auch unser Vorsitzende angesprochen hat, auch dieses Jahr wieder kommen werden. Und mit Blick auf die nächsten Jahre, denke ich, sind wir gut aufgestellt. Gut aufgestellt sind auch die altersgemischten Achter des BRC. Und bei allem Ehrgeiz kommt dann bei schönstem Frühlingswetter auch das Wichtigste nicht zu kurz. Die Freude an frischer Luft und Bewegung beim Rudersport.